das Captain hat leider nicht so geklappt, wie ich das wollte, weil ich ging dort irgendwie auf, also beziehungsweise ich mein linkes Kettenrad kam vor. Alles gut. Autsch. Ich kann hier only Gold schießen und mache immer noch Plus, das ist natürlich wunderbar. Läuft. Okay. Taktik wer erst? Jetzt müssen wir verteidigen. Stimmt ja. Mhm. Ah, so. Die zwei Defender hier an die Ecke. Das klappt ja, wir machen es ganz simpel. Ich gehe hier in den Busch rein. Mich kriegen wir ja nicht so schnell raus. Schieß noch das Haus weg. Die Girl, beziehungsweise alles, was schießt, kann hier noch das kleine Häuschen schnell wegschießen. Defender hier hin. Wir haben noch den Patriot. Du gehst mir ein bisschen hier hinten hin. Die Lori macht den Springer. Die zwei Lights ebenfalls. Ein Light hätte ich gern, dass er hier vorne versucht, ein bisschen einen aggressiveren Spot zu machen. Aber nicht, nicht YOLO. Ich gehe gleich hier vorne in die Büsche rein. Ah, nee, ist das Haus weg, ne? Ich gehe mir hier irgendwas Schönes machen. Ich muss eigentlich nur den Cap spotten. Bisschen Bäume umfahren. Nicht die Mama, Baumschubser. Ich muss mir halt irgendeinen Spot suchen, wo ich den Cap einigermaßen spotten. Ja, hier ist eigentlich nicht schlecht. Und halt zu bin, wenn jemand. Ah, doch, hier gefällt es mir. So, ich bin mal AFK. Gut, der Spot, der Punkt ist auch weg. Zeit vor. Gut, nur schauen, was kommt. Mehr gar nicht erst mehr machen. Gut, dann kannst du zum einen Girlfriend oder WZ bzw. Unlucky oder Kette kann hier nochmal hier versuchen, einen Spot dran zu machen. Fahren wir jetzt um, dass die gar nicht ins Cap einfahren oder wie machen wir das? Na, dann versuchen abzufahren. Oder irgendwann die nur ab. Nicht rumfahren, nur abaimen, nicht rumfahren, weil wenn ihr hier drin seid, seid ihr in der Falle. Lasst die in die Falle fahren. Ja, wir können die auch ganz kurz reinfahren lassen. Genau, einfach abwarten. Wenn die rumfahren, dann könnt ihr den drücken. Jetzt geht Unlucky kurz schauen, ob da auf der. Okay, perfekt! Gut, halten, Lights hier, Flanke fahren, los! Jo. Wow! Alle, wirklich. Wow, okay. Wir müssen jetzt einfach umzingeln mit den Lights. Leute, komm, drauf geht's hier. Von oben die Lorraine von oben. Puff, hier drüber? Scheiße, wow! Ja, das war aber der Stumble. Das war gut. Also das haben die sehr gut gemacht. Das dürfen wir jetzt den mal. Sogar der Sechste ist dabei. Also das haben sie. Wow. So war der Scout, der das hier spotten sollte? Ja. Egal. Da ist keine. Ja, er hat angesagt auf die 1. Wenn die Lorraine entladen ist, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Oh, jetzt bauen sie noch A43. Jetzt mach mich der kleine Sechste weg. Naja, was wurde Lucky angesagt, auf die 1 soll ein Scout fahren, der, ne? Der ist ja auch gerade hier. Noch ist nichts verloren, Jungs. Wir haben sich da noch gewastet. Den Defender hier unten. Den Defender. Ja, genau. Ja, ich komm helfen, warte. T26, komm, los. Nicht da rumpieken. WZ, ich bin bei dir, Kette. Jo. Bounce sich. T34. Ja, jetzt kommt noch der T-Fucking 34, Lacker. Mein Gott, ich baue so. Hey, so, durch den Turm hier. Ist jetzt wirklich bei dir gebounced? Jo. Beim MMF ist nicht schlecht. Ist da die Löcher in dem Acker? Ich finde die Lorraine gar nicht mehr so schlecht hier. Und sie so schießen Modus. Wieder Gold, diese räudigen Kinder, ey. Ach, Gott, und wir schießen uns gegenseitig an. Leute, oh, lol, nicht bouncen. Jetzt brenn mal, komm. Ja, brennt. Komm, nochmal brennen. So, jawoll! Ich ramm dich tot. Wow, also das haben die gut gemacht. Ja? Das haben eigentlich die Gegner wunderbar gemacht, aber wir haben das umso besser gemacht. Wie habt ihr das überlebt? Ja, easy peasy, indem ich die Lorraine zuerst rausgenutzt habe. Also das war super, das habt ihr wunderbar gemacht. Wow. Aber wir hätten es auch eher gesehen, ne, wenn der Scout da hochgefahren wäre. Mhm. Ja, den Spotting-Haus noch arbeiten. Egal. Ich sag mal, wir haben Löwe schon mal über 800 abgezogen, da war der schon noch 600 HP. Da gab es noch gar keinen Feinkontakt, also... Ich meine, ich konnte auch 1600 Damage schießen. Ja. Ja, also alle, die unter mir sind mit dem Damage, mit euch müssen wir nochmal reden, ne? Ja. Fort Report. Weißt du, das macht der Undercover Lucky Style da hinten voll getarnt, ey, aber Hauptsache groß Maul aufreißen. Aber ich glaube, wir hatten auch mit der Lori und Falco hinten, ich glaube, ihr konntet schon Damage drücken, ne, während die rumgepusht sind. Nee, die haben echte. Aber das war beeindruckend. Die Defender kriegst du ja nur, wenn ich mit Frontal kriegst, komm ich da nicht durch. Zu wenig Penne.
Sagen wir es ja, so, wenn derjenige weiß, wie man mit einer Lorraine umgeht, dann kannst du mit dem Ding eigentlich ziemlich gut carryen, das ganze Match noch, wenn es wirklich nach hinten geht. Ja, du kannst ja wirklich schön 1200 Damage raushauen. Das ist halt schon. Das ist halt Penetration, das ist recht cool. Das kann schon mal. Die Lights sofort abfangen und auch eine Heavy halt noch mies in der mitgeben, wenn er nur 600 HP hat. Gut, das Problem ist, wie viel hast du? 1200, ne? 1200. Und dann kannst du... Das ist halt sogar schon schnell. Für ein Light ist halt auch schon ein bisschen knapper. Das ist ein bisschen das Negativ, aber irgendwo muss der ja gebalanced sein. Ja, aber die Lorraine, die ist halt super duper schnell. Also ich habe auf meiner über 430 Meter Sichtweite und fast 30% Tarnung. Also, ich sag mal, so viel weniger ist das Ding gar nicht mehr getarnt als ein Light im Stehen. Gleiche Taktik wie vorher? Oder? Ja, man immer genau das dasselbe. Ah, oh, auch scheiße. Ja, da tut man den indischen Namen, wie ist der gerade? Trotzdem, wir machen es so. Heavys, auf, also wie die hier an der Dings da ins Dörfchen ranfahren, wird Lights, also WZ, Girlfriend, Lori, wo ist meine Maus hin, da ist sie, Berg pushen. Unbedingt ja. Pushen, weil bis die ES3 am Berg dran sind, haben wir den Berg schon drin gewonnen. Ich fahre hier links und ich versuche allenfalls links in den Cap zu gehen und zu baiten, okay? Und Heavys halt wirklich schauen, wenn ihr hier rangefahren seid und ihr seht, dass die ES3 hier durchfahren, ruhig hier rüber ranfahren und die abfangen, okay? Linke Flanke aber warum komplett aus. Berg genau, linke Flanke total offen lassen. Hm? Warum sollen die auf den Berg fahren? Du, weiß nicht. Alles, ne? Wir müssen doch 1 und 2 verteidigen. Ne, ja, die müssen 1 und 2 verteidigen, aber es kann gut sein, dass sie denken, mit den Heavys dahin zu fahren. Und wenn die Heavys da hinten haben und wir unsere Heavys hier unten, haben wir ein Problem. Und da wollen wir das gar nicht erst machen. Vor allem, wenn die da wirklich durchfahren würden, hätten wir halt Free-Ding, ne? Und sonst bleiben die Heavys hier stehen und warten mal ab. Oh, uiuiui, okay. Jungs, 2er Cap gehört schon mal euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fahren jetzt einfach durch, oder? Heavys kurz warten, bis die Lights und so da sind und dann ein Light vielleicht noch vorfahren und die Heavys dann hier in Sicherheit rüberfahren und in den Cap reinstellen, ja. Die Lights müssen wir sagen auf dem Berg, wenn die soweit sind. Ja, müssen jetzt auch genau. Sand eigentlich drauf. Dann versuchen koordiniert vorfahren. Zu fahren. Und am Berg sind wir. Oder was schon? Oh. Vielleicht einer oben auf dem Berg. Ja, unbedingt einer oben bleiben. Unbedingt die Lori am besten mit der Penne. Jo, ich bin schon. Perfekt, die Lights genau schauen, dass sie nicht von hier rüber... Oh, ich bin offen. Ich darf weniger quatschen und mehr fahren. Genau, Heavys schauen, dass sie hier, vor allem hier abfangen, ne? Dass sie die Türen fahren dort drüber, die Lights schauen hinten. Ihr könnt ruhig auch hinten fahren Lights, ne? Halt offen. Würde es mir sogar fast so machen, dass ich mal hier zumindest Turm drüber halte. Genau, es ist einfach... Also es kann auch nur eine Captain gehen und der Rest fängt ab. Irgendwas so. T34 hinten? T34 versucht's. Naja, der versucht. Die Lori erst unbedingt... Hast du erkannt. Die Lori kann so schauen, dass die Schüsse erst anbringt, wenn der wirklich am rüberfahren ist. Du musst ja nicht unbedingt die Schüsse. Ja, mach. Ihr macht das schon. Ich glaube, die ES3 werden kommen und uns wegnatzen. Das ist ganz einfach. Wenn die da rüberfahren, Jungs, dann fahrt ihr kurz hier rüber und holt die dort, okay? Ja, die kommen hierher. Und die ES3. No, lass sie kommen. Ich bin im Reload, dann kriegen sie gleich auch die Marmelade. Komm ab da. Die kommen. Die sind so. Zielstrebe gerade ausgefahren. Mit Kommen oder mit Koman meinst du? Mit Kommen. Achtung, die ES3 ist da. ES3 steht. Oh oh. Also ich habe eine ES3A abgelenkt, ne? Ihr müsst es da jetzt irgendwie kriegen. Naja, ich gehe gleich drauf. Machen wir die jetzt drauf hier Objekt, den T34? Auf den T34 Black? Ich weiß nicht, ja. Die ES3 kann doch dann voll reinschießen. Ah komm, einfach rauf. Okay. Ich raus haben. WZ kommt auch zu mir. Also jetzt müsst ihr die kriegen, Jungs. Oder zumindest deffen, irgendwas. Dürften die Kanone nicht so weit runterkriegen, die ES3. In einem Reload. Uiui, Knäppe. Ey. Gut. Och, und ich baller dem die Ketten, ey. Na ja. Hinter mir. Bei mir kommt jetzt der WZ. Beim WZ einfach. Jemand helfen? Genau, mein Girlfriend wäre nett. Die beim One-Shots rausnehmen. Wunderbar. Wunderbar. Wir wollen noch die eine ES3 da rummeln. Ach, hey, das läuft ja. Was macht der ES3A dort? Unlucky? Jo. Hilfst mir dann beim WZ, wenn der kommt? Kette, warte auf, ich komme. Der trifft mich halt während der Fahrt, das Schwein, ne? Ja, schaut er weg. Ich geh dem WZ mal ein bisschen knechten. Der hat mir gar nicht gejagt. Ah, der WZ kommt jetzt auf mich. Nö, nicht mehr lange.
Ja, unlucky, der reißt ich glaub, es auch. Ich glaube, der ist AFK, oder? Alter, so passt auf, Jungs, ne? 3 Minuten. Nicht, dass der uns abhaut. Ah ja, versucht's gerade. Eben. Sonst ein. Ja, wenn sich eh noch reinstellt in Cap, geht das ja easy. Einser oder Zweier? Ja, ja, egal. Hauptsache Cap. Ja, bleib mal. Ja, ich stell mich auch mit rein. Hey. Einfach nicht, dass der uns jetzt noch da in die Nase macht. Cap, all. Ja, ich komm auch ziemlich schnell ran. Ah, da ist er schon. Ja, ich bin noch im Reload zwar, aber egal, ich ramm dich tot auf, wenn's sein muss, ist mir Rille, Junge. Ach, jetzt sitzt jetzt nicht. Rechts noch die Defender am Snipen. Ah, hat der einen Monster? Achtung. Aber 6 Sekunden Reload. Ja, werden es mal mehr als 6? Ah, nee, doch. Du weißt schon, der hat. Guck dir den Ollom an, ey, was er hier für eine Scheiße treibt. Der verreckt noch. Stefan, lass ihn mal rüberfahren. Na gut, jetzt bist du irgendwie. Rap. Wie lange hast du zwischen den Schüssen? 2 oder 2,5? Ich? 1,7 schon. Hä? Nein, zwischen den Schüssen. Ach, du stellst mir gerade Fragen, ich hatte gerade mit dem Ollum zu tun. 2,5, okay. 2,5 hat der, ja. Der hat nämlich schon schnell geschossen. Na, das Ding ist gut, wie gesagt. Aber ja, wir haben trotzdem keinen Bock auf Achter. Wenn man stehen kann und... Ja, das ist das Problem. Auch Außerfahrt ist das Ding. Im Random. Oh, ich hab Minus gemacht, scheiße. Random hast halt immer noch das Problem mit dem blöden Matchmaker. Das halt Semper, soll ihr mal 6 spüren? Oder? Du, ich hab Spaß. Mir ist voll okay. Kann ich meine eh schon OP-Crew noch ein bisschen mehr OP machen? Also für mich wäre das letzte Gefecht. Bräuchte denn vielleicht Ersatz? Jo. Obwohl es 21 Uhr. Also am besten wäre, wenn du noch bleiben würdest. Dann brauchen wir keinen Ersatz. Ja, ich muss aber um 2 aufstehen. Ach, stell dich nicht so an. Ich zeug dir gar nicht mehr aus. Zockst du durch, mach auf bis 24 Uhr. Aber ich muss auch zugeben, Jungs. Ich glaube, 9 Uhr mache ich auch Schluss. Also letztes. Was? Ja, komm, das letzte Gefecht, das passt doch. Wir wollen unser Glück nicht. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Also 3 Gefechte müssen wir noch. Ich will mal eine 2 Mille vorher haben. Wir können das doch. Wir können das doch immer wieder wiederholen. Ja. Aber heute. Wie so ein kleines Kind. Aber Mama! Sonst könntest du da. Nein. Katze könnt ihr sonst noch ziehen. Das ist ja auch ein Credit Farm Channel. Das ist ja Credit Farm hier. Ist ja auch wieder online. Und wieder der Ladebalken. Aber es macht Spaß und es klappt wirklich auch. Das finde ich super. Ja, das finde ich auch geil. Was haben wir für Quote heute? Ich glaube, wir haben plus 2 verloren, oder? Kann das ja, sein? Zu Beginn ein bisschen Struggles, aber dann hat es irgendwie geklappt. Wir haben jetzt auch schöne Maps. Uah, und dann kriegen wir den Mist. Oh, war das noch eine schöne Map? Jetzt müssen wir noch angreifen. Ja. Was haben die an Stahl? Natürlich haben die wieder mehr. Eine Menge. Ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich scheiße. Aber die haben halt auch 2 Panzer mit 3 sogar. Wird zählt wohin? Fender zwar eine Taktik, aber da war zu wenig Heavys wieder. Erstmal die Mitte einer Spot. Nicht wirklich Ahnung. Ich würde auch behaupten, Heavys mal irgendwie hier rüber wird leid, sie müssen irgendwie hoch. Heavys bleiben mal hier Anfang statt. Der Stefan bleibt mal hinter den Heavys irgendwie und jetzt müssen wir schauen. Das wird ein bisschen. Einer aimt mal die Mitte ab und dann. Also, genau. Einer hat mal die Mitte spotten und die Heavys eben mal den. Wir müssen unbedingt die Mitte haben. Die haben nur einen einzigen Scout. Ich mach die Mitte Licht und ich hau rein. Ich versuch sonst das Rally durchzufahren. Anfangen. Sie einbunkern da hinten auf der K-Linie. Ja, kann gut sein. Heavys schaut, dass sie zusammen bleibt. Unbedingt im Pult bleiben. Nicht, dass die. Ah, genau, das passiert. Nicht, dass das passiert, dass jetzt der eine Defender da vorne steht. Oh, Objekt, fährst du hin? Ich bin aufgegangen, dachte, hier also vorne. In der Mitte steht auf jeden Fall was. Ach komm, ich fahr jetzt da. Ich fahr in der Mitte, fahr ich aggressiv. Abnehmen, ne? Ich fahr in der Mitte aggressiv vor. Au, 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 die erstmal die Lower. Das war nicht klug. Scheibe, Kleister. Ja, zusammenbleiben. Ah, Lower hab ich. Ja, das Problem ist, der eine Defender da irgendwie. Die müssen jetzt auch kommen, die pushen mich jetzt hier oder uns. Jetzt sind alle da in der Mitte. Und wenn ihr. Ja, jetzt kommen hier alle auch von links noch zwei Heavys. Der Einser jetzt kriegt den Reload. Jetzt müssen wir ins Cap. Ja, ich geh in eine Cap. Ich bin offen. Kriegt ihr den Type 64 Video raus? Light durch die Mitte ab in die 1. Ja. Und den Light versuchen zu töten. Der 64 ist der einzige, der uns noch böse werden kann. Ah, der kommt, ja. Ich hab einen Type 64. Sehr schön, perfekt. Jetzt Zeit schinden, dann kommt Kette mit mir noch in Cap. Der Girlfriend unbedingt ein bisschen weiter vorfahren, dass er dann aufmacht, wenn die kann hochfahren. Kann mir beim T32 und beim IS-3 ein bisschen helfen, oder? Ja, ich block jetzt mal den T32, hier, komm. Nee, der Löwe kommt zurück. Genau, gut. Immer weg, ich schulden. Der Löwe fährt schon zurück. Ja, na gut, der ist zu langsam.
Ja, ich wollte nur, dass du... Ja, jetzt hab ich. Genau, ja. Kette, wir gehen hier schön links, genau. Gut, Jungs, jetzt müssen wir uns nur Zeit. Girlfriend, kannst du da ein bisschen sonst drüber fahren, dass du uns den Löwe noch... Ja, wohl. Es soll sogar reichen, ganz ehrlich. Ich nehm raus den T32. Wenn du wegfährst, nehm ich raus. Der Löwe schafft das nicht mal. Ja, na, egal. Problem ist, hab ich jetzt die selber... Unlucky, mach Freeplay. Ja, ich nicht, gleich, nicht, der Löwe ist unterwegs zu euch, Scouts. Ja gut, wenn du schießen kannst, dann schießt du. Das geht's ja nicht aus. Ich glaube nicht, dass der das in 20 Sekunden... Ja, wohl könnte Kneppe werden. Schieß einfach mal drauf, schieß mal drauf, Unlucky, du schaffst es schon. Ja genau, jetzt fährt er schon. Perfekt, jetzt hast du ihm schon gezwungen einen größeren Weg. Perfekt! Wann er mich denn da noch pinnt? Eigentlich ist der Modus gar nicht so scheiße, ne? Wenn man überlegt, mit den zwei Caps ist eigentlich recht amüsant. Holst du die IS-3 mit der Lore? Bin mal raus. Nee, ja, wir bleiben drin, wir bleiben drin. Ich wollte wissen, dann kann ich mir die Murmel auffahren, ne? Nice, ich hab einen auf Schweizer gemacht. Doch, ich hab einen Schuss abgegeben, scheiße. Wir haben die ja noch neutralen Österreicher, nur schauen, passt. Jawohl. Ja, aber das war gut. Ihr habt es schon wieder gehalten. Gut geblockt mit dem Chrysler. Die zwei Neutralen sind wieder im Cap gestanden. Also wir haben hier, glaube ich, mit dem Chrysler, glaube ich, zusammen hier mit dem, haben wir gut geblockt da mit dem... Ich habe genau einen Panzer, aber ich hätte gedacht, ihr werdet dort aufgeraucht, aber dass ihr das noch gehalten habt, hey, Hut ab. Nur einen Panzer verloren. Ich habe es auch ein bisschen gut beschäftigt. Ich hab das so total verschätzt vom Startpunkt, dass die schon so schnell da am Start wären. Ja doch, das ist schon, aber es ist schön, dass die reingefahren, weil eben... Type rausgeschossen, Lorry weg, dann konnten die nicht mehr zurückfahren und dann der Löwe noch aufgehalten, das ist genauso. Oh, gut, aber ich würde sagen, dann machen wir das, wenn es am schönsten ist. Nein, wir machen nicht Schluss. Nein, Monson. Nein. Das Problem ist, wenn wir jetzt eines noch machen, verlieren wir. Das ist das Problem. Nein, also machen wir jetzt hier nicht. Schluss. Doch, wir machen jetzt immer Schluss. Immer mit einem guten Gefühl raus. Und dann so, liebe Zuschauer, das war's für... Das war's für diese Session. Ich habe noch zu 31 Minuten bei Credit Boost an. Ja, der gilt eh nicht im Ding. Doch, funktioniert. Ernsthaft? Ja. Okay. Aber liebe Zuschauer, das war es für diese Session. Was war das jetzt nochmal? Teamgefechte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war doch recht nett. Recht gut. Und ja. Wollt ihr noch alle Ciao sagen? Sei mal ganz laut. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.